Mit seiner verrunzelten Kunkel auf seinem Schloss und Kunkel in Stille und Sturm. Das Buffet von Marianne Müller. Eine deftige Feier, was Leckeres zu essen. Da kann man doch alles andere vergessen. Ich jedenfalls freue mich mal total, wenn ich eingeladen bin. Wann, wo, warum ist egal. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe den Knaben gleich, der Disteln köpft. An Eichen, Dich und Bergeshöhen muss mir meine Erde doch lassen stehen. Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruhe lag Baden. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmann. Mein Gedicht ist von mir und es heißt Menschliche Arroganz. Armee der Einzelgänger, die nie ins Feld ziehen kann, denn wer soll sie schon kommandieren? Das Schweigen ist die einzige Autorität. So ähnlich in unserer fragilen Individualität, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin und wer bist du. Okay, ich habe für euch so einen Text zum Mitmachen mitgebracht. Das müsste ich jetzt vorher noch mit euch einstudieren. Vielleicht können sich ein paar noch daran erinnern. Nämlich immer, wenn ich diese unauffällige Handbewegung tue, dann müsstet ihr einmal ganz laut Nein rufen. Wollen wir das mal probieren? Nein! Wir kriegen das bestimmt auch so hin. Der Text heißt Der beste Text der Welt und er handelt von Ehrlichkeit. Dafür würden wir dann die Jury einmal zur Beratung nach draußen bitten, einfach. Real Talk, Leute. Hat es euch gefallen? Ja. Ja. Freut euch schon aufs nächste Mal? Ja. Die auf Platz 5 gelandet ist die Luzi. Deutschklasse ein Kandidat ins Rennen geschickt werden, unabhängig vom Zweig. Das hat diesmal nicht ganz so geklappt. Wir mussten darauf schauen, dass wir überhaupt genug Beiträge bekommen, wegen Erkrankungen und andere Probleme. Und deswegen sind wir von dieser üblichen Regelung ein bisschen abgewichen, aber es waren alle Zweige vertreten.